Hallo zusammen, einen schönen Tag wünsche ich euch. Aus aktuellem Anlass nochmal ein kurzes Video. Olaf Scholz verschiebt den Termin für die Einführung einer Impfpflicht um 2 bis 3 Monate. Das ist aus unserer Sicht untragbar. In dieser ernsten Situation können wir uns einen Bundeskanzler, der höchstwahrscheinlich oder ja wahrscheinlich, so sieht es aus, nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und die Richtlinienkompetenz einzuhalten, nicht leisten. Wir brauchen einen Bundeskanzler, der Stärke zeigt, und darum fordern wir ganz klar einen Rücktritt des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Wir schließen uns außerdem der Meinung von Herrn Kubicki von der FDP an, der den Rücktritt von Markus Söder wegen falscher Zahlen oder ungenauer Zahlen im Rahmen der Corona-Pandemie vorschlägt oder fordert. Also insgesamt gesehen, wir sind nicht besonders in guten Händen. Wir fühlen uns unsicher und darum müssten einige Politiker gehen. In diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern, geht hinaus, habt soziale Kontakte, wo immer ihr es möchtet und wann immer ihr es wollt. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.